Wie lesen Sie Ihre Zeitung? Wie lesen Sie Ihre Zeitung? Ich lese meine Zeitung manchmal, dass ich sie nehme und dann schmeiße ich sie aus dem Fenster und dann warte ich, welches Blatt der Wind zurückweht. Oder ich wickle ein Butterbrot in die Zeitung und dann lese ich nur die fetten Stellen. Manchmal wickle ich sogar die Zeitung in das Butterbrot und dann lese ich die noch viel, viel, vieleren, viel fetteren, stelleleren. Und wenn ich unheimlich gut gelaunt bin, dann stelle ich meine Zeitung in einem ayurvedischen Fitnesstempel als Massageunterlage zur Verfügung. Und dann lese ich nur die durch das Abtropfen des Massageöls entstehende Kontur. Stimmt nicht. Ich falte einen Hut, meistens falte ich einen Hut. Und dann lese ich nur den Rand. Weil nur der Rand ist interessant. Ich steige euer Feld. Le Feuille falls friedlich zu la terra. Halb friedlich. Machen wir mit Zwang. Le Feuille falls friedlich zu la terra. Schicht um Schicht falls Le Feuille friedlich zu la terra. Geschichte wichtig und Geschichte nix wichtig. Le Feuille falls friedlich zu la terra. Montag falls Le Feuille sous la terre und Dienstag falls Le Feuille sous la terre. Montag die, Dienstag mi. Zwoch donnerstag fri. Tag sam, tag son. Le Feuille falls sous la terre. Tak, 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 tak. Ja! Nu, ar. Ru, ar, mer. Zapr, il, mai. Ini, jul, au. Gus, September. Der Oktober, nove, ember. Dez, le feu, voll, friedlich, sous la terre. Dez, ember. Embryo, embrya, embryum. Le feu, voll, friedlich, sous la terre. Fötus, föta, fötum. Le feu, voll, friedlich, sous la terre. Altertum, Mitteltum, Neutum, Le Feuille, falls friedlich zu la terre. Renaissance, Reformation, Restauration, Le Feuille, falls friedlich zu la terre. Renaissance, Reformation, Restauration, Le Feuille, falls friedlich zu la terre. Ah! Moderne. Postmoderne, Le Feuille voll später, Postmoderne, Le Feuille voll später, noch später, Post, später, jetzt voll Le Feuille friedlich zu Latia, Post, später. Später Spielbauer, jetzt, adesso io, sono io, ich, adesso, ich, wichtig, Le Feuille, dass immer an dieser Stelle die Todesanzeigen oben aufliegen. Eine gute, wirklich gute Zeitung muss jede Regung des menschlichen Geschlechts, ob Vater oder Mutter, eine gute Zeitung muss jegliche Regung des menschlichen Geschlechtes irgendwie kommunizieren. Wer hätte gedacht, dass Sie heute noch reagieren müssen? Ein Loop. Eine gute Zeitung muss jegliche Regung des menschlichen Geschlechts irgendwie assistieren und kommunizieren. Das menschliche Geschlecht, ich meine, heißt das menschliche Geschlecht
heißt das menschliche Geschlecht Geschlecht, weil bis jetzt noch nichts Gutes dabei herausgekommen ist. 7 Tage erscheinen in Deutschland 27 Millionen Exemplare von Zeitschriften. 27 Einzelexemplare, ne? Individualkompatible Untereinheiten. Ja. 27 Millionen, ungefähr 500, bei euch sind es 500, bei mir 300 Stück pro 1000 Einwohner. In Deutschland 300 Stück pro 1000 Einwohner. In der Schweiz sogar 500 Stück pro 1000 Einwohner. Ja, das hat ja halt besser. Ja. Aber die meisten von euren Zeitungen sind sowieso umsonst. Und als Zeitung gilt ja ein Druckwerk, welches vorweisen kann Aktualität, Periodizität, Publizität und Universalität, glaube ich noch. Aktuell und publik sind sie alle, aber über die Universalität müsste man reden. In einer Katzenzeitschrift wären sicherlich Mäusebilder. Ob aber in einer Mäusezeitschrift Katzenbilder wären? In einer Mäusezeitschrift wären wahrscheinlich eher Käsebilder. Käsebilder und vielleicht noch Nussarrangements. Katzen kämen in einer Mäusezeitschrift nur in den Todesanzeigen vor. Wobei es sinnlos ist, den Tod anzuzeigen. Ich habe noch nie einen angezeigten Tod gesehen, der sich deswegen irgendwie anders verhalten hätte. Knirsch. Knirschknödel. Der Komprimationskoeffizient. Die Zusammenballung. Die völlige Verbalisierung. Ja. Ich meine, wer balisiert hier wen? Ja? Darf ich vorstellen? Mein Außenhirn. Meine externe Festplatte. Vergessen Sie die Quadratur des Kreises. Dies ist die Kreisifizierung des Rechtecks. Es ist mir gelungen, alles Viereckige ins Rundunde zu kriegen. Dies ist die Bändigung der Verständigung. Heutzutage ist es schneller. Heutzutage bauen automatische Flat-Blatt-Maschinen eine Bahn von 10 Metern Breite und 2 Kilometern Länge in einer Stunde. Das geht zack und zack, da würden Sie gar nicht mehr mitkommen. Heute bauen automatische Flat-Blatt-Maschinen eine Bahn von 10 Metern Breite und 2 Kilometern Länge, ein Bahnkilometer und über die Bahn drüber. 2 Kilometer, das kann man hier gar nicht darstellen. Da müsste man die Tür aufreißen, da müsste man den Lohnkreuchter beseitigen. Das kann man hier gar nicht darstellen. Da müsste man ein Karriere, da müsste man die ganze Raffan, wenn man wirklich wollte, diesen phänomenalen Prozess darzustellen, wenn man wirklich will, kann man es darstellen. Wenn man wirklich alle Energie zusammensetzt, mentale Power, alle Schneuzbakterien, die hier bereits alle Tücher, in die schon vollgerotzt wurden heute Abend, ja? Wenn man die alle zusammenfasst, wenn man wirklich den Willen hat, beim letzten Mal heute Abend hier, beim letzten Mal dieser Woche im Ticino-Theater, hey Leute, ihr müsst einfach dran glauben, sowas kann man schon darstellen.